Ich denke mal, viele kennen das Problem. Gerade frisch in einer neuen Stadt angekommen, man steht am Bahnhof, man steht am Flughafen und man ist noch in dem Haus, in dem Gebäude selbst und man hat keine Ahnung, wo man hin muss. Schilder sind schön und gut, aber wenn man die Sprache nicht beherrscht oder andere Hindernisse hat, kann man damit nicht viel anfangen. Und deswegen haben wir IPS entwickelt, ein Indoor Positioning System. Und Leon wird euch ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Ich bin Andreas und ich gebe an Leon weiter. Genau. Danke. Also man kennt ja draußen, man kann sich draußen mit GPS Orte finden, wo man hingehen will. Das Problem ist, also man kann mit GPS in Sekundenschnelle seine eigene Position bestimmen oder Punkte finden, wo man hin will oder den Weg dahin finden. Problem ist, wenn man drin ist in einem geschlossenen Raum, funktioniert das meistens nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein WLAN-basiertes Ortungssystem zu machen und nicht so wie bei GPS mit Satelliten. Und jetzt gebe ich weiter an Joshua. Und zwar waren unsere Ziele, wie schon gesagt, die Ermöglichung von Navigation in Gebäuden. Und man muss auch zum Beispiel auf Messen keine Karten mehr benutzen, dadurch kann man Papier sparen, sondern man benutzt dann einfach, wenn es das dann gibt, vielleicht eine App, die App. Und man kann auch schnell zu einem Ort kommen, zum Beispiel in Notfällen. Und jetzt gebe ich weiter an Simon. Ja, allgemein kann man das System, wie gesagt, bei Festivals und Messen einsetzen, aber auch bei großen Firmen, Bahnhöfen und generell jedem Ort, der schön groß und Pi mal Daumen 0 GPS-Empfang hat. Jetzt die Technik dahinter. Genau, vom Prinzip her nutzen wir einen Raspberry Pi samt Display. Hier kann man das schwer erkennen. Ja, passt. Mobil gemacht mit einer Powerbank, aber das ist nicht das ganze Spiel. Das ist nur ein Empfänger, der seine eigene Position bestimmt. Hier im Raum sind einmal an dieser Ecke, einmal an der Ecke und einmal da hinten an der Ecke diese kleinen, ich halte sie auch nochmal in die Kamera, ESP8266. Das sind super billige WLAN-Module, die man für $2 aus China bestellen kann. Und die senden ein Signal und ihre feste Position an unser Raspberry Pi, was mit hoher Mathematik seine Position bestimmen kann, was uns Jonas jetzt erklären wird. Genau, ich erkläre mal, wie unser System funktioniert. Ich habe hier zwei Punkte in der Präsentation. Das ist einmal unser Beacon, das ist dieses kleine ESP, was Andreas gerade gezeigt hat, und der Endbenutzer, das können Sie sein, das kann unser Raspberry Pi sein oder ja, alles Mögliche, was halt WLAN-Signale empfangen kann. Und dieses Beacon sendet dann Signale an den Endbenutzer, hier in Kreisform, was für uns ganz wichtig war. Und der Endbenutzer erhält dieses Signal und kann mit bestimmten Informationen, die er vom Beacon dann bekommt, errechnen, wie weit er von diesem Beacon entfernt ist. Und wenn wir das Ganze dreimal machen, können wir damit einen Schnittpunkt von drei Kreisen bestimmen. Also wenn drei Kreise aufeinandertreffen, wird es immer genau einen Schnittpunkt geben. Und über diesen Schnittpunkt können wir halt auf Meter genau die Position vom Endbenutzer bestimmen und ja, das dann zum Beispiel auch auf Karten projizieren, womit man sich dann in Gebäuden zurechtfinden kann. Wie es damit dann in der Zukunft weitergeht, erzählt euch Tjark. So, und vor allem jetzt seid ihr gefragt, denn das, was wir in diesen drei Tagen erschaffen haben, war nur ein kleines Puzzlestück von etwas ganz Großem und uns waren auch die Hände gebunden in gewissen Themen und wir haben uns sogar vorgestellt, dass wir am Ende für die Usability eine Android- oder iOS-App haben und deshalb laden wir euch jetzt ganz herzlich dazu ein, mit uns zusammen die Welt mit etwas Code zu verbessern. Ihr könnt einfach mal suchen im Internet auf github.com, sucht nach der Jugend-Hack-Gruppe, da findet ihr übrigens auch alle anderen Repositories, unter anderem dann unser IPS, FFM, ich weiß nicht, ob man das ganz so gut lesen kann. Sucht es einfach mal und helft uns dabei. Vielen Dank. Schönen Dank. So.